Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Transformer Studio Series Video Review hier auf Collectiverse. Und heute habe ich für euch den winzigen, und das muss ich jetzt wirklich sagen, winzigen Jazz. Der kam, ich glaube, in der ersten Welle der Studio Series, hat die, nee, ich glaube, zweite Welle sogar, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hat die Nummer 10 und der ist wirklich unglaublich winzig. Ich zeige den gleich mal mit einer anderen Figur zusammen. Aber vorher, ihr kennt es ja, der Blick auf die Verpackung. Und die glänzt durchaus mit einem sehr schicken Artwork von Jazz. Hier hinten ist auch wieder so ein Backdrop, den man rausholen kann und halt eben als ja, Displaypiece halt eben aufs Regal stellen kann. Zeigt die Schlacht aus dem ersten Film. Ich habe jetzt. Da ich die halt eben nicht ausstelle, habe ich den Backdrop jetzt drin gelassen. Vereinfacht das Ganze für mich dann halt irgendwie auch. Sieht aber soweit nett aus. Kann hier so ein bisschen erkennen. Und ja, Nummer 10. Übrigens auch der erste Autobot aus der Studio Series, den ich besitze. Hier auf der Seite nochmal ein schickes Artwork. Hier ist das Autobot-Logo. Hier auf der Seite nochmal ein Bildchen. Und ja, hier sieht man das kleine Kerlchen. Dieser Winzkopf hier hat 19 Verwandlungsschritte. Nicht schlecht. Und macht auf jeden Fall optisch einen soweit guten Eindruck. Nur er ist halt, wie gesagt, unglaublich klein. Ich habe jetzt gerade, doch, ich habe hier ein Lineal. Und der ist im Fahrzeugmodus. Ganze, ja, sehen wir mal großzügig, sagen wir mal 10 Zentimeter lang. Also es ist wirklich sehr kompakt. Aber man muss auch dazu sagen, Jazz war im Film der kleinste Autobot. Und was ich aber wirklich positiv hervorheben muss, ist halt hier die silberne Farbe. Das lässt die Figur durchaus hochwertig aussehen. Man kann hier ein bisschen in den Innenraum reingucken. Hier das, jetzt habe ich mir vergessen, was das für eine Fahrzeugmarke ist. Solstice war, glaube ich, das Modell. Irgendwie sowas. Jedenfalls sieht man hier das Logo der Firma. Was ich ein bisschen schade finde bei mir. Ich weiß nicht, ob das generell ein Problem bei Jazz ist, oder ob das halt jetzt nur bei meinem ist, aber die Seite hier schließt nicht so richtig. Also ich habe hier immer diese kleinen Spaltmaße. Es ist kein großes Ding, weil ich die Figuren hauptsächlich eben im Roboter-Modus aufstelle, aber es fällt halt auf. Außerdem ein bisschen schade ist, dass hier dieses Teil sehr locker ist und halt öfters mal hier rausrutscht. Das ist für die Transformation halt relevant. Sitzt bei mir halt auch sehr lose. Dann kommt Jazz mit so einem kleinen Zubehörteil, nämlich hier das. Die Waffe, die er auch im Film hatte. Ich will andauernd im ersten Film sagen, aber er kam ja auch nur in einem Film vor. Also, wenn ich vom Film rede, ist natürlich Transformers 1 gemeint. Die Waffe sieht soweit in Ordnung aus. Lässt sich halt ein bisschen zusammenklappen. Und lässt sich auf dreierlei Arten mit der Figur irgendwie nutzen. Für die erste Nutzungsmethode klappen wir das Ding zusammen. Hier ist so ein kleiner, ja, wie nennt man das? Keine Ahnung, so ein kleines Stück Plastik, was halt hervorsteht. Und euch kann man dann halt eben dieses Gerät hier hinten am Spoiler befestigen. Und sieht dann halt aus, als würde der eine Satellitenschüssel mit sich rumfahren. Apropos fahren, das kann er erstaunlich gut. Also der rollt wirklich super. Nur halt eben jetzt hier, seht ihr es beim Hin- und Herrollen, löst sich dann hier die Frontpartie wieder. Das ist echt ein bisschen schade. Da komme ich gleich bei der Transformation auf einen Punkt zu sprechen, der vielleicht, der hätte geholfen. Aber gut, ist halt so. Dann Vergleich zu, habe ich jetzt hier rausgesucht, War for Cybertron Siege Sideswipe. Und da seht ihr schon, der ist wirklich winzig. Also Sideswipe ist ja jetzt keine Riesenfigur. Aber das ist hier schon. Der ist gefühlt halt wirklich dreiviertel so groß wie Sideswipe, aber wie gesagt, so war er halt auch im Film. Und hier das Fahrzeug ist halt auch in Natura halt jetzt eben kein Riesenfahrzeug. Ihr seht, es ist ein Zweisitzer.
Sehr kompakter Sportwagen. Aber ich muss jetzt doch mal nachgucken, wie das Ding heißt. Wo ich jetzt den Karton hingetan? Da. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Es ist ein GM. Pontiac war das, genau. Pontiac Solstice. Falls ich das falsch ausgesprochen habe, nicht töten. Transformation. Teilweise ein bisschen frickelig tatsächlich. Also ich habe für mich jetzt eine Methode gefunden, die funktioniert. Dazu löse ich jetzt erstmal hier die Beine. So. Und habe jetzt hier ein bisschen mehr Spielraum, um hier die Teile zu lösen und aus dem Weg zu bringen. Das hier sind nämlich die Arme. So, und die kann ich jetzt hier angenehmerweise auf Seite klappen. So. Was ich schon mal vorwegnehmen kann, ich finde die Transformation als solches sehr gelungen. Also man hat sich hier wirklich ein sehr interessantes Konzept überlegt. Und die Mechaniken, die verwendet wurden, sind auch sehr effektiv, wie ich finde. So, jetzt klappen wir hier den Unterkörper aus. Und ihr seht vielleicht, hier ist der Kopf. Also jetzt stellt euch die Frage, wie soll es funktionieren? Das ist sehr gut gelöst. Erstmal klappe ich hier den hinteren Teil des Fahrzeuges ein. Und jetzt ganz einfach, hier ist ein Rotationsgelenk. Ich kann jetzt hier den Körper drehen und kann jetzt halt hier das rausziehen und kann das hier drehen und habe dann halt eben den Look aus dem Film, dass hier oben halt wirklich alles offen ist, dass hier keine Motorhaube zu sehen ist. Wäre es auch nicht, wenn sie da wäre, weil der Fokus nicht mitgespielt hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt komme ich zum Punkt, den ich vielleicht hätte gut gefunden, wäre halt, dass man irgendwie halt aber wobei, das sehe ich gerade, das geht ja gar nicht. Ja, haha. Weil hier der Kopf versenkt ist. Mein Gedanke war nämlich, dass wenn man halt eben das Hinterteil dreht, dass das hier sich direkt mitdreht. Aber es geht ja gar nicht, weil hier der Kopf ja gelagert ist. Gut, vergesst, was ich gedacht, nicht gesagt habe. Das funktioniert nicht. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, immerhin. So, und jetzt können wir hier das. Diese beiden Klappen lassen sich jetzt hier dran befestigen. So. Jetzt klappen wir die Beine zusammen. So, die Füße und Schienbeine. Hier hinten diese Fersen noch ausklappen. Dann hat er auch gut Stabilität beim Stehen. Hier die Sektion wird einfach nur runtergeklappt. Die Hände hier rausklappen. Einmal. Zweimal. Und jetzt brauchen wir nur noch den Kürbis. Ja. Na komm schon. Der will auch heute auch nicht. So. Und fertig ist Jazz im Rotor-Modus. Und tatsächlich gefällt der mir erstaunlich gut. Auch wenn er hier gerade. Ah, jetzt. Der gefällt mir wirklich sehr gut, der Rotor-Modus. Sehr gelungen. Und er ist natürlich jetzt auch immer noch relativ klein. Er ist jetzt. Na, erinnere mich daran, dass ich 2 mm abziehe. Ja, sagen wir mal 11, knapp über 11 cm groß. Ist nicht viel. Also normalerweise so eine Deluxe-Figur ist ja meist eher so im 15 cm Bereich angesiedelt. Aber der ist halt wirklich winzig. Aber das muss er auch sein, denn er war der kleinste Transformer im ersten Film. Oder der kleinste Autobot, sagen wir es so. Francie war noch kleiner. Aber prinzipiell, die Optik im Rotomodus spricht mich sehr an. Der Rucksack ist relativ klein gehalten. Ist natürlich hier trotzdem ein Stück Fahrzeug, was hier hinten dran hängt. Aber das lässt sich halt eben bei so einer kleinen Figur auch nicht irgendwie besser machen. Man hat hier halt eben auch darauf geachtet, dass er halt eben in einem guten Größenverhältnis zu seinen Autobots-Freunden steht. Und das ist durchaus gelungen. Schick finde ich auch hier die Hand. Er hat halt hier eben diese 4 Finger, die halt eben so ein bisschen kreisförmig angeordnet sind. Hier hat er die 4 Finger, ja,
symmetrisch angeordnet, also zwei links, zwei rechts. Dadurch, jetzt muss ich mal rübergreifen zur Waffe, kann er die Waffe nämlich auch hier in die Hand nehmen. Das sagt ihr euch, aber der ist doch bestimmt Rechtshänder. Auch wenn er ein Roboter ist. Kein Problem, denn er kann an beiden Armen, wenn man die Hände jetzt wieder reinklappt, kommen hier diese Nupsis raus. Und da kann man die Waffe nämlich auch dran befestigen. Damit habe ich auch meine Ansprache von drei Möglichkeiten, die Waffe anzubringen, erfüllt. Einem Fahrzeugmodus und zwei im Roboter-Modus. So. Und das sieht doch erstaunlich gut aus. Also ich muss sagen, für eine Figur, von der ich jetzt nicht viel erwartet habe, die ich mir jetzt halt auch eben geholt habe, weil sie halt gerade stark reduziert war. Ich glaube, ich habe jetzt 16, 17 € bezahlt. Und da dachte ich mir, für den Preis ist es schon eine gute Figur. Und tatsächlich, also für einen ermäßigten Preis kann man den durchaus mitnehmen. Aber wenn man halt jetzt hier auf den Preis anspringt, den die meisten halt eben zu regulären Zeiten für die Figuren verlangen, teilweise gehen die ja auf 30, 32 €. Nee, eher nicht. Also für 32 € oder 30 € würde ich den im Regal stehen lassen. Aber unter 20. Am besten halt wirklich so 18 €, wenn ihr da Glück habt und euer Müller hat noch einen, kann man durchaus zugreifen. Also ich habe Spaß an der Figur, die Verwandlung ist sehr interessant gemacht und optisch macht er auch gut was her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zeige euch mal den Kopf. Jetzt habe ich hier wieder die Lampe ausgemacht. So. Ich hoffe, der Fokus spielt jetzt mit. Macht ihr nicht so häufig. So, gefällt mir ganz gut. Hätte vielleicht noch minimales bisschen mehr Farbe vertragen können, um halt eben den Mund und so halt ein bisschen hervorzuheben. Aber prinzipiell hier das mit dem Silber sieht gut aus. Er hat das typische Visier. Hier oben die Oberfläche ist auch schon detailliert. Hier die Frontleuchten sehen gut aus. Wie gesagt, der silberne Farbton gefällt mir ganz gut. Also sehr schöne Details. Auch hier im Bereich sehr schön detailliert. Hier auch noch ein bisschen mehr an Farbe, um das Ganze noch ein bisschen abzuheben. Also da kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Optisch ist die Figur wirklich sehr gelungen. Bewegungstechnisch kann der auch gut was leisten. Die Arme sitzen hier auf einem, ja, zwar translationsbedingten, sehr weitreichenden Gelenk. Fokus, so. Aber dadurch können sich halt auch eben so ein paar zusätzliche Positionen halt anstellen lassen. Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk. Kann halt nur sein, wenn ihr zu viel Kraft halt eben in den Kopf setzt, dass halt eben hier die Platte, auf der Kopf sitzt, einklappt. Dann haben wir zwei Ellenbogengelenke. Dadurch kann er halt eben den Arm auch so anwinkeln. Das zähle ich jetzt noch nicht unbedingt als Gelenk mit. Ist ja eher transformationsbedingt. Ja, designbedingt kein Taillenrotationspunkt. Ich glaube, er wäre mit ein bisschen Frickelei möglich gewesen. Hier ist übrigens auch ein Punkt, um halt eben so eine Figurenbase anzustecken. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, aber ich kann verstehen, dass man es nicht gemacht hat. Dann hier schön Beweglichkeit in den Beinen, Rotation hier, 90 Grad Knie. Und was ich sehr interessant finde, der sogenannte Enkelpivot, also halt eben Beweglichkeit im Fuß. Er hat halt hier wirklich sehr kurze Füße, aber dadurch lässt sich halt eben trotzdem eine sehr gute Beweglichkeit erzielen. Und man kann hier so ein bisschen so dieses eine Artwork, was von ihm existiert, wo er halt irgendwie so kniend, ja, das lässt sich darstellen. Und wenn man halt eben so etwas aufwendigere Posen aus Artworks und sowas nachstellen kann, ist das durchaus ein Argument für die Figur, wie ich finde. So, einen Vergleich möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Und zwar habe ich mir dafür rausgesucht Barricade. Wie gesagt, das ist mein erster Autobot der Studio Series. Von daher dachte ich, ist Barricade da ein netter Partner für diesen Vergleich. Aber was mir auffällt, ist, dass Barricade tatsächlich genauso groß ist. Barricade wirkt zwar ein bisschen massiger,
Aber Jazz ist halt wirklich, ja, höhentechnisch ungefähr auf demselben Level. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist jetzt wirklich das erste Mal auch für mich, dass ich die Figuren jetzt nebeneinander sehe. Und da bin ich jetzt gerade doch ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, bei Barricade kann halt eben auch aufgrund der Beinartikulation auch noch ein bisschen Höhe rausholen. So. Weil Barricade ist ja eigentlich eher so groß wie Bumblebee und auch das Fahrzeug ist einfach ein bisschen massiger als der Pontiac. Und ja, doch, sieht schon ein bisschen ausgeglichener aus. Also Barricade ein bisschen größer ist, finde ich, durchaus realistischer im Kontext der Filme. Ja, überraschend gute Figur, aber aufgrund der Größe und wie gesagt, der Fahrzeugmodus ist ja sehr winzig. Weiß ich nicht, ob mir da 30 € wert wären, also beziehungsweise mir persönlich nicht. Muss jeder natürlich für sich selber entscheiden, aber prinzipiell ist das doch eine sehr überraschend gute Figur. Ich habe da Spaß dran. Falls ihr Jazz auch besitzt, was denkt ihr über die Figur? Wenn ihr sie noch nicht besitzt, was denkt ihr über die Figur? Werdet ihr sie euch zulegen? Welcher ist bisher euer Favorit unter der Studio Series Reihe? Und welchen Autobot mögt ihr am liebsten aus dem Film? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Die Figuren könnt ihr unter anderem auch mit anderen Figuren bei Actionfiguren24, unserem Partnershop, erwerben. Und sonst lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und kommentiert mir hier unten in die Kommentarfunktion. Da habe ich Bock drauf, mit euch zu plaudern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.